Es ist mir eine besonders große Freude und auch damit verbundene große Ehre, unserer Volksbank Pforzheim zu ihrem 150-jährigen Jubiläum gratulieren zu dürfen. Und es bewegt mich, einen kleinen Blick in die Vergangenheit zu tätigen, nämlich in das Jahr 1868. Pforzheim hatte damals noch nicht so viele Einwohnerinnen und Einwohner wie heute, aber auch schon damals waren die Herausforderungen groß. So auch für die neu gegründete Genossenschaftsbank, die sich immer zum Ziel gemacht hat, nahe am Menschen zu sein und damit verbunden auch immer nahe an den Unternehmen vor Ort. Und schon damals gab es eine enge Verbindung zwischen der Stadt und der Genossenschaftsbank. So war der damalige Bürgermeister Herr Karl Gruner Mitbegründer dieser. Für uns als Stadt ist die Volksbank Pforzheim auch ein wichtiger Arbeitgeber. Mit ihren 500 Mitarbeitern, von denen alleine über 200 im Volksbankhaus sozusagen im Herzen unserer Stadt arbeiten. Und damit verbunden haben sie auch einen klaren Beweis geliefert, dass ihnen die Verbundenheit zur Stadt wichtig ist. Sie hätten bestimmt auch auf die grüne Wiese bauen können, aber sie haben sich für das Herz unserer Stadt entschieden. Seit ihrer Gründung ist die Volksbank Pforzheim auch ihrem Geschäftsmodell treu geblieben. Sie gehört nach wie vor all ihren Mitgliedern, somit verbunden all ihren Kunden, die auch direkt von dem Unternehmenserfolg partizipieren. Treu geblieben ist sich die Volksbank Pforzheim auch ihren genossenschaftlichen Werten, nämlich dem Netzwerkgedanken, dem Gedanken zur Hilfe, zur Selbsthilfe. Damit verbunden auch dem Gründerspirit. Und all diese Werte helfen auch in der heutigen Zeit, die Volksbank Pforzheim noch weiter auszubauen und erfolgreicher zu machen. So wünsche ich der Volksbank Pforzheim auch für die zukünftigen 150 Jahre weiterhin viel Erfolg und von Herzen alles Gute.